Willingen ist bereit für 3 Springen in 3 Tagen. Zehntausende Zuschauer, kurz um den ganz großen Skisprungzirkus. Mit Fiebern und Gänsehautstimmung der Extraklasse ist vorprogrammiert, wenn Stars wie Richard Freitag, Andreas Wellinger und Lokalmatador Stefan Laie die Mühlkopfschanze bis zum Limit ausreizen. Alles, was Rang und Namen hat, ist also beim Weltcup in Willingen 2017 wieder am Start. 180.000 Euro an Preisgeld waren in diesem Jahr ausgesetzt. Beim Weltcup-Skispringen stellen sich die Wintersportler in 2 Einzelwettbewerben und einem Teamspringen ihrer Konkurrenz. Neben dem regulären Wettkampfgeschehen sorgen darüber hinaus das traditionelle Musikfeuerwerk und das Festzelt mit Liveband für einzigartige und packende Stimmung. Nach der Qualifikation am Samstag fand die stimmungsvolle Eröffnungsfeier im Auslauf der Schanze statt, bei der Schanzensprecher Gunnar Puck die Offiziellen sowie die Teams und Trainer dem Publikum präsentierte. Alvaro Soler heizte mit seiner Sophia die vielen jugendlichen Fans bei der Skiparty ein. Die Stimmung an allen 3 Tagen war wie gewohnt bestens. Die Atmosphäre, die durch zehntausende partysüchtige Zuschauer potenziert wird, sucht ihresgleichen im Weltcup-Kalender. Willingen ist ein Ort, der es geschafft hat, dass alle Trainer und Athleten sagen, da will ich hin, sagt auch Walter Hofer, der Renndirektor des Internationalen Skiverbandes FIS. Alljährlich wird das Upland zum Mekka für Skisprungfans. Knapp 47.000 Zuschauer pilgerten diesmal an den 3 Tagen zur Schanze. 11.000 mehr als im Vorjahr. Zum Abschluss die Sensation. Die Willinger feiern Andreas Wellinger. Und der neue deutsche Vorspringer aus Ruhpolding feiert vor 17.100 begeisterten Zuschauern an der Mühlenkopfschanze den 2. Weltcupsieg seiner Karriere. Denkbar knapp gewinnt er vor den beiden Österreichern Stefan Kraft und Manuel Feldner. Alles in allem aber gab es viel Lob für das faire Willinger Publikum und für eine perfekte Organisation sowie eine optimal präparierte Schanze. Und jetzt machen wir so ganz langsam.